Die 13 soll Unglück bringen, deshalb wäre es besser, diesen Level von Hifo noch in der 12. Episode abzuschließen. Ob uns das auch gelingen wird, sehen wir gleich im Video. Okay, Leute, damit willkommen dann zum 4. Ach komm, halt die Schnauze, das wäre auch keine mehr. Okay, Leute, willkommen zum 4. und wahrscheinlich letzten Versuch, Buch diese Münze hier zu holen. Dreimal hat es nicht geklappt, weil einfach der Bildschirm immer wegscrollt und man da nicht mehr rankommt. Nein! Haben wir gerade schon dreimal den Level neu starten müssen. Nein! Jetzt komm her. Wow! Okay, so gut hätte ich das nicht erwartet. Diese Geräusche. Aber dieses Mal wird es dann mit der Münze hoffentlich klappen. Was? Achso, schon spawnt richtig, man spawnt hier manchmal über diesen Seilen. Was? Nein! Also ich bin. Ah, ich bin. Was für du da drüben? Ich sterb dreimal. Und du einfach auf gelb. Ja. Ich sterb dreimal und du einfach auf gelb. Das ist ein gutes Meme. Was? Das ist echt ein gutes Meme, ich sterb dreimal und du einfach auf gelb. Kannst ja rausschneiden. Ja. Wow. Nein. Boah. Was ist los? Ist Soll ich den angreifen? Nein, der ist halt am Seil. Ja, so halt. Man weiß nicht schon vorhin dieses. Nee, das, oder war das hier vorhin auch, wo ich gestorben bin? Ich weiß nicht. Aber, wie gesagt, das ist das 4. Mal, dass wir das hier machen. Nein! Und welcher Spawn weiß ich, glaube auf der rechten, oder? So, und rüber hier. So, nein! Aha. Hä, was ist denn das nicht los? Da lag wieder. Och nee. Ich lass los und ein paar Sekunden später kommt passiert. Oh. Und rüber, und rüber, und Schwung, und greifen. Oh, schau, dann hätte ich das Seil gerne schnell weggezogen. Was? Nein! Wie ist das passiert? Und er cheatet schon wieder alles. Nichts erreicht und trotzdem fast vorne. So. Und ja. Nein. Nein, ich häng wieder richtig. Oh, Mann. Nein, warum lasse ich denn immer beide los? So noch erstaunlich gut gegangen. Du lebst. Ich häng an diesem Seil. Das ist. Ich überlebe mit diesem Mörder-Stunt und du fällst einfach runter. Vor allem, ich hab dich geworfen. Ich wollte dich eigentlich vernichten. Ich hab losgelassen. Nein. Hä? Echt? Ich hab genau durch den Moment losgelassen, anscheinend, wie du mich auch geworfen hast. So, das ist ja wieder die. Die besagte Stelle mit der Münze. Ich klär das wieder. Ja, klär das. Ich mach währenddessen meine 360s. Du massierst deine Füße. Nein, ich mach meine 360! Ich hab wirklich verstanden, ich weiß nicht, ob eine Füße. Wie kann man das denn da verstehen? Hey, geht doch, ist doch fast. Hat doch irgendwie Ähnlichkeit. So, aber was du tun musst, du musst wieder an dem Seil landen, damit wir dann nämlich auf Sicherheit langklettern können, beide. Auf Sicherheitsbasis? Ja. Weil es gefährlich ist, da hinten mit diesen Stacheln die Stelle. Ja, aber das geht ja.
Komm, da beim Essen willen, das geht nicht. Jetzt will ich irgendwo? Nee, nee. Muss ich da jetzt rüberkommen? Nee, nee, ich hab's schon mal geschafft. Wow. Ich hab mich. Cool. Ach, das reicht doch! Oh, nein, ich mach richtig viel schon. Kann ich direkt zu dir kommen? Ich muss ja nicht nur an das rote Seil. Ich kann gleich richtig nach hinten. Gleich ins Ziel fliegen, Leute. Okay, dann los. Gar nicht anhalten. Immer weitermachen. Gleich ins Ziel fliegen, Leute. Ach, jetzt lass doch mal los. Du wirst nicht mehr schneller. Es kommt schnell vorbei, ich muss hier ab. Das ist wirklich sehr unangenehm. Oh Gott, nee. Nein! Aber ich cheate wieder alles. Was ist hier los? Nein, du spawnst nicht. Weil ich auf den Spawnpunkt setze. Jetzt verkacken wir es wegen dir. Nee, was soll ich tun? Du bist wild, ich kann nichts machen. Welcher Arm ist das, mit dem ich mich festhalte? Das ist sein rechter, das ist sein linker Trigger. Okay, wenn es nicht mein linker Trigger ist, verklage ich dich für alles. Er hatte recht. Was hier, du spawnst nicht. Ja, warte, warte, versuch jetzt irgendwie seinen Arm. Nee, das geht ja gar nicht. Wieso? Was ist mein Arm in Knoten? Nein! Sammel die Münze im Fall. Ja, wir sind gerettet! Wir sind gerettet! Ja! Eine Ehrengönnung des Spiels! Chill mal eine Runde. Ich schreise wie über einen Prank, bloß beim Glasflaschen-Prank. Bewusstlos. So richtig billig. Aua, kannst du mal. Also, jetzt muss sich mal jemand entscheiden, wer da lang will. Also, machst du da mit einer Münze. Ja, nee, obwohl du schwingst immer so schlimm, lass mich machen. Nee, so 360 kann ich. Ja, aber im richtigen Moment abspringen. Siehst du? Ah, los! Jetzt mache ich das abwechselnd. Aua, verschwinde. Warte, 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 warte. Wir können es doch schon mal auf ihren Gönnerbasis. Nee, das geht nicht. Vergiss es. Ja, mach auf ihren Gönnerbasis. Okay. Nein, 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 nein. Du kannst nicht da hinten sein. Wenn ich jetzt verhaue, sind wir wieder richtig geroastet. Nee, kletter wieder hier rüber. Okay. Oh, schade, ich rufe den letzten. Nee, nee, kletter mal schön weit nach oben, dass wir wirklich wie hier respawnen. Genau. Wenn ich hier bin, dann jetzt oben an die Plattform, halt dich an der Plattform einfach. Nach links hättest du lenken müssen. Du musst jetzt wieder zurückklettern. Was ist da los? Bist du vor dem Schreibtisch verprügelt? Was? Ich verprügel den Schreibtisch. Wenn du dagegen trittst, das hört man bestimmt. Ich hab den Schreibtisch verwirbelt. Ja, verwirbelt halt, ist halt ein Mensch. Oh nee, das ist ja wieder Witzer! Mit, ich habe eine neue Rohre gekauft, vermöbelt, oder wie war der? Ach, ey, was machst du? Ich habe eine Wohnung gekauft, vermöbelt, das ergibt ja mal gar keinen Sinn. Ja nee, wie war das?
Nein. Ich hab's doch auch geschafft. Sogar die ganze Zeit mit beiden Triggern durchgedrückt. Sein rechter Arm ist mein linker Trigger. Ja, beide Trigger durchgedrückt. Sein rechter Arm ist mein linker Trigger. Beide Trigger durchgedrückt. Gar nicht anhalten, Leute. Und immer weiter gleich ins Ziel fliegen. Yeah. Ins Ziel geflogen sind wir in dieser Episode leider noch nicht. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und somit sofort zu erfahren, wann wir denn nun ins Ziel fliegen werden und den Kanal zu unterstützen. Lohnt es sich zu abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.